Hallo, lieber Skorpion, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir auf meinem Kanal. Mein Name ist Tina und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Video. Und um was geht es hier in diesem Video für dich, lieber Skorpion? Um die kommenden 2 Monate, September und Oktober. Ich schaue mir hier mit den verschiedensten Orakeldecks deine Energien, Themen, Situationen, je nachdem, was ich hier zeigen möchte, an und teile dir alles mit, was ich sehe. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau und generell ist es ja so, dass du dir die Person so drehen musst, wie du sie gerade brauchst, ne? Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich wollte auch noch die lieben Crosswatcher begrüßen. Herzlich willkommen. Und ich denke mal, ich habe schon irgendwie alles gesagt, obwohl mir das gerade so kurz vorkommt, das ist mein eigenes Intro. Aber falls da was fehlen sollte, ja, dann schiebe ich das jetzt gleich nochmal nach. Auf jeden Fall September, Oktober, genau, jetzt weiß ich es nämlich wieder. Und zwar solltest du nicht so in Resonanz mit dieser Legung gehen, dann schau doch nochmal gerne dein Video für den Aszendenten und für den Mond an. Vielleicht gehst du da mehr in Resonanz oder vielleicht schaust du auch zusätzlich zu diesem Video rein, sodass du da so ein schönes Rundum-Paket für dich hast. Genau, das war's nämlich. Ich wollte mich sagen, irgendwas war doch so kurz. So, ich beginne hier mit dem Tarot. Schaue ich mal, was ich hier zeigen möchte als Thema, als Situation, als Energie. September, Oktober. Die nächste Legung, da geht es schon tatsächlich um die letzten 2 Monate. Krass, ne? Ja, da ist schon eine noch runtergefallen. So. Aha. Aha. Okay, Moment. Da haben wir einmal 8 der Stäbe und 10 der Schwerter. Die 8 der Stäbe, die sehen ja halt auch irgendwo gefährlich aus, wenn hier so 8 Stäbe auf einen zugeflogen kommen. Und die sieht ja beinahe noch schlimmer aus, ne? 10 Schwerter stecken da im Rücken dieser Person. Ganz, ganz düsterer Himmel. Aber hier will die Sonne wieder scheinen. Hier ist auch eine Menge an Problemen da. Aber diese Karte heißt so Tabula Rasa. Setze ein Ende, und zwar ein endgültiges Ende. Ende aus Schluss. Ja, Schwertenergie ist Gedankenenergie. Möglicherweise geht es halt auch um deine Gedanken, wo du dir sagen darfst, so, jetzt ist Schluss. Ich habe da schon so oft dran gedacht. Jetzt ist Feierabend. Ich muss mir da was anderes überlegen und meinen Gedanken einen Stopp vor allen Dingen setzen. Und mit dieser Karte, die von überraschender Kommunikation, von überraschenden Nachrichten spricht, oder Nachricht, vielleicht auch einzeln, löst das aus. Da kommt also ganz überraschenderweise eine Nachricht, hast du wie gesagt nicht mit gerechnet und dann sagst du, so, jetzt bin ich am Ende der Fahnenstange. Also das habe ich ja jetzt lang genug mitgemacht und jetzt ist Ende. Ich mache mir da einen Kopf, ja. Und was passiert? Ich weiß ja nicht, was drin steht. Aber der Hinweis für dich ist eben halt, überraschende Nachricht kommt, du darfst, du musst, du sollst ein Ende setzen. Auch ein Ende deiner Gedanken, wie gesagt, ja? Nein, ich wollte noch hier mit dem Scared Destiny noch eine zusätzliche Botschaft diesbezüglich springen lassen. Zusätzlicher Hinweis, was möchte an weitere Botschaft kommen aus diesem Deck, Orakel zur heiligen Bestimmung. Da ist sie. Aha, ja schon das zweite Aha bei mir. Pfirsichbaum in voller Frucht, Erfüllung. Ja, ich hatte halt das Wort Erfüllung sofort gelesen. Ja, und falls du jetzt schon denkst, oha, ich muss da jetzt ein Ende setzen sofort und das ist das Allerbeste für mich, ja, und es ist nicht nur das Allerbeste für dich, es ist auch noch eine Erfüllung. Ja, der Pfirsichbaum in voller Frucht, hier ist etwas reif.
Hier sieht es jetzt nicht nach überreif aus, sodass man sagen könnte, naja, hier ist schon die eine Ecke, die ist schon verfault. Ja, aber es ist Zeit zu pflücken, zu ernten, so dass der Pfirsich eben halt jetzt so richtig saftig ist, ja, die richtig gut schmeckt und süß, saftig, ja, wo du sagst, boah, da muss ich direkt den nächsten essen, so unter dem Motto, ja. Und etwas ist an der Zeit, dass es dir jetzt gut geht, dass du genießen darfst durch ein Ende, was hier kommt. Ich muss tatsächlich sagen, muss. Weil die Karte heißt Tabula Rasa und da ist auch nicht mehr sollte, könnte, hätte, würde, ja, sondern tun, Ende. Ja, schaue ich mir mit den Erinnerungskarten das mal genauer hier für dich an, lieber Skorpion. Das ist ja oftmals sowieso so deine Energie, ja? Du verharrst da eine ganze Weile in einer Situation, hältst auch an Situationen Menschen fest, lässt da hier und da eben halt auch viel gefallen, ja? Und jetzt könnte man glatt sagen, das schlägt dem Fass den Boden aus, ja? Wenn jetzt hier eine positivere Karte wäre, dann würde ich sagen, oh, das sind aber mega schöne Nachrichten. Also hier sind erstmal überraschende Nachrichten zu sehen, aber dadurch, dass jetzt die Karte folgt, sagt es mir schon, dass diese Nachricht einen Inhalt hat, wo du sagst, ja, da glaube ich jetzt nicht. Also das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Skorpion, September, Oktober. Der Anker, da haben wir das schon mit dem Festhalten. Die Wolken, die Mäuse, sehr schön. Der Bär, das Kreuz. Der Turm, Klee, Eulen und Fische. Eine ähnliche Energie wie bei den Krebsen, muss ich sagen. Da lag auch der Bär an dieser Stelle, der Turm mischte mit. Und auch die Eulen, die waren da zentrales Thema. Sei nur mal gesagt, ja, vielleicht hast du es mit dem Krebs zu tun oder du hast einen Aszendentenkrebs oder dein Mond, ne, ist im Krebszeichen oder hast viele Planeten oder eine starke Energie, Krebs betont, ja. Krebs ist halt auch das Thema der Familie. Ich gebe es dir nur mal mit auf den Weg. Ich möchte jetzt hier nicht über den Krebs sprechen. Ich bin hier ganz bei dir, lieber Skorpion. Aber das sei jetzt nun mal halt gesagt. Das Kreuz war auch dabei. Wolken waren dabei. Klee war dabei. Also ich würde was sagen, das sind die gleichen Karten. Oder fast ähnliche Karten, nur anders positioniert. Ne? So, das Buch. Das Buch heißt, ja, hier geht es halt auch um eine Prüfung für dich. Beziehungsweise etwas ist dir noch nicht so ganz bewusst. Ja, du darfst dir vielleicht auch noch ein paar Infos einholen, bevor du da den Schlussstrich ziehst. Und man sagt auch so salopp, du darfst nochmal so über die Bücher gehen, ne? Also über die Situation gehen, rückreflektieren und ja, wie war das denn so gewesen da in der Vergangenheit? In Verbindung mit diese Nachricht muss ja irgendjemand absetzen, ja? Ich gehe mal davon aus, diese Person hier. Der Bär ist eine männliche Person, direkt hier switchen, kann eine weibliche sein. Der Bär ist aber nicht Partner, Partnerin. Ne? Also das ist hier eine Person, Vater, Mutter, älteres Kind, also ab 18, Sohn, Tochter. Es kann auch der Bruder, die Schwester sein. Es kann auch eine vorgesetzte Person sein, weil wir hier auch noch den Anker mit der Arbeit dabei haben. Und es ist aber auf jeden Fall, wo du stark dran festhältst, ja. Und hier haben wir direkt dieses Thema mit dem Loslassen, sein lassen, ja. Also etwas, woran du unheimlich festhältst. Du bist das Tierkreiszeichen überhaupt, was unheimlich stark festhält, ja. Fixes Wasser. Und hier ist aber wirklich sehr, sehr schön. Du hast hier die Mäuse, die hier an den Wolken knabbern, ja. An Verwirrung, an Enttäuschung, an Sorge, an Unklarheiten, an Ängsten, die hier liegen, ja, wo du jetzt aber so langsam, aber sicher hier
aussteigen darfst. Ja? Hier haben wir es noch ein bisschen sanfter liegen mit den Knabbern der Mäuse an den Wolken. Ja, dann machen die mal Haps, 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 Haps. Aber hier ist eben halt so richtig Bautz, Ende. Ja? Hier ist es ein bisschen sanfter erklärt oder hier liegt es etwas sanfter, weil die Mäuse eben halt kein Löwe sind oder ein Riesentier sind, die eben halt sagen, wuff, ich fress das auf. Ne? Aber das Tolle eben halt ist daran, ist, dass du hier mehr in dein Selbstvertrauen, in deine Stärke kommst, mehr zu dir stehst, ja, und bei dir ankommst, ja, und vor allen Dingen Verantwortung für dich übernimmst. Daraus entwickeln sich unheimlich gute Chancen für dich. Das Kleeblatt spricht vom kleinen Glück, was auf dich zukommen will. Insbesondere halt auch noch mit den Eulen dabei bedeutet es größere Veränderungen, die da für dich kommen wollen. Interessant ist, dass hier Nachrichten liegen. Hier habe ich gar keine Nachrichten. Weder den Reiter, noch den Brief, noch das Schiff quasi, das auf dich zukommt, ne, mit irgendetwas. Das habe ich noch gar nicht hier liegen. Ja, das finde ich schon mal ganz spannend. Aber da ist eben halt der Hinweis für dich auf jeden Fall, dass es überraschend kommt. Du rechnest nicht damit. Und es geht da eben halt auch viel um Zweifel. Wolken und auch die Eulen sagen, ich habe Zweifel, 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 Zweifel. Soll ich das machen? Ich traue mich nicht. Und was passiert dann? Und ja, und dann mache ich da auf einmal ein Ende und dann falle ich in ein Loch und so weiter und so fort. Sei sicher, lieber Skorpion, du bist das Tierkreiszeichen, was zur Asche verfällt und wie Phönix daraus emporsteigt. Ja? Die Erfüllung haben wir doch hier liegen. Also mag ich dir hier schon zurufen, fass dich ein Herz, ja, hab den Mut, hab die Stärke, hab das Selbstvertrauen, ja, und schreite voran. Du hast ja hier quasi, hier geht es um September und Oktober, ja, also diese Zeitspanne ja an deiner Seite, ja, also nicht in Gedanken verlorenen Gedanken verharren, sondern halt auch Innenschau betreiben, eine Haltung bewahren. Dann, das kannst du gut, lieber Skorpion, dich selber halt auch zu kontrollieren. Nicht nur andere, ja, sondern auch dich selber und vor allen Dingen deine Emotionen zu kontrollieren. Wenn man out of order mit seinen Emotionen ist, ja, dann schwimmt man hier durch die Gegend und weiß überhaupt nicht rechts, links, wo steht mir überhaupt der Kopf? Ich weiß, was soll ich denn jetzt? Weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Und dann heißt es für dich ruhig runterkommen, bei dir ankommen, Innenschau betreiben, dich erstmal abgrenzen, dir Infos einholen, dir überlegen, war ich schon mal in dieser Situation, wie bin ich da vorgegangen, wie kann ich heute damit umgehen, ja, und vielleicht hast du es auch für dich direkt greifbar, nee, ich Skorpion bin das diesmal nicht, ja, also davon löse ich mich und das wird eben halt ganz wichtig sein für dich in den beiden Monaten. Und du wirst dieser Situation also auf jeden Fall begegnen und du wirst sie halt auch sehen und spüren. Wieso? Wieso bin ich mir da so sicher? Weil das Kreuz mitmischt. Das Kreuz sagt, es kommt. Es ist eine Lebensaufgabe. Es steht in deinem Seelenplan geschrieben, ja, dass du mit gewissen Aufgaben inkarniert bist. Und das ist eines deiner Lebensthemen, eines deiner Lebensaufgabe. Und deswegen wird es wahrscheinlich dir auch schon öfter begegnet sein. Und deswegen hast du dir auch schon einiges anerlernt. Also eines hast du schon gelernt und einige Prüfungen hast du auch diesbezüglich mit Sicherheit schon bestanden. Vielleicht bist du auch hier und da in der Vergangenheit geflohen, wertfrei gesagt, weil es halt zu heftig für dich war. Aber du siehst, die geistige Welt gibt dir wieder jetzt die Chance, da etwas total zu beenden und damit du in die Fülle kommst und in die Erfüllung kommst. In inneren Reichtum und auch in äußerem Reichtum, ja. Das habe ich hier ganz deutlich liegen. Und vor allen Dingen
dass du dich emotional frei machen kannst, ja? Du warst oder bist in einer Situation emotional gefangen. Und da sagt die geistige Welt, jetzt geben wir dir die Chance, lieber Skorpion. Du musst dich gar nicht von dieser Person trennen. Eventuell kann es sein, dass du sagst, ja, den Weg bin ich jetzt tatsächlich so lange gegangen, Ende. Es kann aber auch sein, dass du dich abgrenzen darfst und ganz deutliche Stopp sagst, bis hierhin und nicht weiter. Wag dich nicht, über meine Grenze zu gehen, ja, und wirst dadurch, kommst eben halt auch dadurch deinem Selbstwert eben halt auch näher, ja, und kannst Zweifel loslassen und es kann eben halt dadurch eben halt auch die Chance ergeben, dann mit dieser Person, dass auch etwas wieder in den Flow kommt, also in den Fluss kommt. Wenn dann gewünscht. Ja, möglicherweise, wie gesagt, kann es auch ein Ende bedeuten oder ein Ende dieser Situation, wo du ganz deutlich machst, Hallöchen, du da drüben, mit mir Skorpion, machst du das nicht mehr. Wag es nicht. Wag es nicht. Das kommt mir ganz stark deutlich rüber. Haltung, abgrenzen, deine Emotionen kontrollieren, klarer Geist und dann das super Tolle noch dabei, du kannst ein Häkchen an eines deiner Lebensthemen machen. Wahrscheinlich bist du, wie gesagt, früher immer drumherum geschlichen, abgetaucht, wertfrei gesagt, ne? Also das war eben halt so, wie es war, lieber Skorpion. Es ging nicht, warum auch immer, ja? Du weißt es am besten, warum es nicht ging. Aber jetzt, wenn du da rausgehst und das ganz deutlich machst, ja, so wie ich es gerade, ich denke mal, sehr eindrücklich rübergebracht habe, ja, was meinst du, wie viel näher du dir kommst? Dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen, dein Selbstwert, ja, steigt. Es ist etwas reif. Es ist jetzt was total Zeit. Wenn du länger wartest, so kommt mir das hier rüber. Ja, ich will dich damit nicht unter Druck setzen, sondern dir diese Info geben. Dann ist dieser Pfirsich, da wird der faul. Dann kannst du ihn nicht mehr essen. Sei sicher, die geistige Welt gibt dir irgendwann immer noch mal die Chance, ja? Das kann ich dir sagen. Aber wieso nicht jetzt die Chance nutzen? Jetzt ist sie noch mal da. Selbstzweifel, Zweifel, Verwirrung, Unklarheiten, Sorgen, Enttäuschungen, Opferdasein. Immer ich. Warum ich? Immer ich. Schluss. Ich guck mal, ob ich hier noch was Näheres erfahren darf für dich, lieber Skorpion. Das ist eine sehr, sehr intensive Legung. Störche, Wege, Klee. Wieder das Kleeblatt, wie hier. Also das ist eine super gute Chance. Trau dich, sei mutig genug. Hier liegen die weitere Veränderungen, ja, die Störche sprechen von kleineren Veränderungen, beziehungsweise aber auch vom Wandel. Hier haben wir einen Wandel mit, und was eine Wende hervorbringt. Und dazu hast du jetzt die Chance. Und diese Wende geht in komplett in deine Richtung, in deine Stärke und dir die Kraft und die Macht zurückzuholen. Ist das nicht wunderbar? Kann anstrengend werden, ja, ja, kann es, aber es lohnt sich. Ich guck mal, wie es hier weitergeht. Boah. Ändere deine Sichtweise
ändere den Weg, also ändere, wie heißt es denn jetzt? Mir kommt hier rüber, du hast mehrere Möglichkeiten. Ja? Und du hast wahrscheinlich auch schon viele Möglichkeiten ausprobiert. Es gibt noch andere als die, die du getan hast schon. Ja? Und mir kommt gerade noch was. Vielleicht war es dir in der Vergangenheit egal. Ach, mache ich. Mache ich dann eben halt. Ich halte die Füße still, mache ich eben halt Feierabend. Ja, und dann kam die Situation nochmal, dann kam sie nochmal. Heißt eben halt auch, verändere das Gefühl von, ist mir doch egal. Wie geht es denn hier noch weiter? Sonne und Mond. Oh, schau, hier haben wir den Mond. Das sind auch die tiefsitzenden Gefühle. Und aber auch das Unbewusste, so wie hier mit dem Buch, ist auch nochmal was dir nicht bewusst. Ja, hier kommt aber etwas ans Tageslicht. Und hier mit dem Fuchs, der auf die Sonne schaut, lieber Skorpion, man könnte dir hier, hier sind ja auch Blumen, ja, auf dem Kleeblatt. Da könnte man dir Honig um den Mund schmieren. Och, Skorpionchen. Och, Mensch. Tut mir leid. Ja? Und das ist hier eindeutig zu sehen, der Schein trügt. Lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Schau bewusst hin. Schau auch bewusst auch auf deine Ängste. Wo bist du dann dabei, wenn die Situation da ist? Aus einer Angst heraus wieder so in alte Muster zu gehen. Ja? Die Sonne ist hier viel stärker. Also du bist hier im Selbstbewusstsein, im Bewusstsein, im Hinschauen und nicht wegschauen, ja, und ja, hier haben wir, wie gesagt, natürlich das Gefühl dabei, das haben wir hier auch, ja, und auch Ängste haben wir hier beiliegen, aber hier geht es auch nochmal darum, um die Zweifel, also man könnte hier eben halt auch sagen, als Hinweis für dich, schau bitte hin. Welches Gefühl macht sich gerade auf bei dir? Wo triggert es bei dir? Und wie gesagt, hast du in der Vergangenheit gehandelt? Also achtsam sein. Achte auf deine Gefühle, auf deine Gedanken, auf diesen Triggerpunkt, der da kommt. Und wo spürst du, was jetzt an der Zeit ist für dich? Wo will sich hier etwas für dich erfüllen? Ich schau mal, was jetzt hier noch für dich hilfreich ist. Welche Energie steht hier dabei? Also was ist jetzt für dich noch hilfreich? Was du dir an die Seite stellen kannst? Eine hilfreiche Karte. Die rutschen schon alle raus. Dankeschön. Die vier der Münzen, das ist Erdenergie, auch wenn du Wasserenergie bist. Ne? Münzen ist Erdenergie, aber diese vier der Münzen, das ist so dieses Festhalten. Und hier sehe ich ganz eindeutig für dich eben halt an deinen Werten fest. Verkauf dich nicht unter Wert. Ja? Das sehe ich hier für dich ganz deutlich. Ich mag noch mal eine springen lassen.
bekommen wir dann noch an Info? Da hat sich schon mal eine umgedreht. Das hatte ich gerade gar nicht gesehen. Das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Hier haben wir drei der Stäbe. Und da kannst du zuversichtlich sein. Ja? Hier wirst du die Erfüllung finden. Du darfst Positives erwarten, für dich erwarten. Hier kommen die, werden die Schätze mit diesen Schiffen, die hier sind, eingefahren in den Hafen. Ja? Und du wirst hier kommunizieren, selbstbewusst kommunizieren. Und du wirst die Energie dafür haben. Ja? Und hier darfst du Positives erwarten und das passt hier nochmal wunderbar zu dieser Karte, ja? Die Erfüllung. Aber irgendwo, du darfst kommunizieren, ne? Und in dieser Kommunikation eben halt darauf achten, dass man dich da nicht klein macht. Halte an deinen Werten fest. Ja, was haben wir denn hier noch für weitere Botschaften für dich? Meine Güte, die nehme ich alle. Bleib mal da sitzen, du süßer Engel, du. Das lässt sich im Moment nicht sagen. Glaube an Wunder, Liebe und Glück. Wunderbare Ereignisse brauchen manchmal ihre Zeit. Aber das Schicksal hält fantastische Dinge für dich bereit, wenn du nur fest daran glaubst, lieber Skorpion. Das ist das, was ich auch hier wahrnehme. Glaube an Wunder, Liebe und Glück. Ja? Du bist so, wenn etwas nicht so gut läuft, auch oftmals in so einer Art von Depression, also in einer emotionalen Stimmung, die dann eben halt sehr, sehr tief geht. Na? Also, so dass du so total auf dem Tiefpunkt, auf dem Nullpunkt bist. Und jetzt sage ich dir was, wo du mir vielleicht einen Vogel zeigen wirst, ja, da bist du auch genau richtig. Das hatte ich ja zu Beginn gesagt. Wieso? Du gehst dann zur Asche, um dann wie Phönix aus der Asche emporzusteigen. Und dann wird es noch besser, als schon in der letzten Situation gewesen ist. Glaub da dran und glaube an dich. Schau mal hier, und noch eine Botschaft. Natürlich. Natürlich schaffst du das, ganz, ganz klar. Ja, schaue ich nochmal weiter. Weitere Botschaft. Jetzt komme ich hier in Fahrt für dich. Mir ist auch richtig warm jetzt, muss ich sagen. Boah, ich fange richtig an zu schwitzen hier. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, in dem mein Seelenfriede gefährdet ist. Tumulte, Unannehmlichkeiten und Probleme spielen sich nur auf äußerlicher Ebene ab. Meine Heimat ist anderswo. Ich kann sie in meinem Herzen spüren. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Für dich. Alle geschossen. Kaum geht es hier irgendwie um die Liebe. Da will sich nichts zeigen. Zeigt sich auch keine, wo ich sagen könnte, die will gesehen werden. Also hier würde ich sagen, das ist jetzt aber auch echt Goodwill hier von mir. Oh, das sind sogar zwei. So, was haben wir denn da? Das ist keine so gute Idee. Je nachdem, was du jetzt gerade nämlich für einen Gedanke hast. Ja, aber wenn ich da jetzt was sage und da jetzt ein Ende setze, da denkst du, das ist keine gute Idee. Aber es ist auch keine gute Idee, womöglich wieder zu flüchten und nicht Nein zu sagen.
Guck mal, beide Karten gehen in die Richtung, lieber nicht. Das sehe ich hier tatsächlich, nicht ins Abtauchen zu gehen und klein beizugeben. Also hier kommt mir rüber, kämpfe für dich. Setz dich für dich ein. Dein Hemd ist dir näher als das des anderen. Das kommt mir hier rüber. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, eine sehr intensive Legung, lieber Skorpion. Ich hoffe, dass ich dir hier ein wenig Unterstützung geben konnte für deine kommende Situation für September und Oktober. Und wie gesagt, wenn nicht, schau nochmal Aszendent, Mondzeichen und immer wieder mal vielleicht auch reinklicken hier, um nochmal die eine oder andere Botschaft für dich erneut anzuhören, anzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Bleib tapfer, lieber Skorpion. Und ich sage bis dahin, die Tina.